Hey du, hey du, hey Luna, fühl dich herzlichst umarmt. Vielleicht ist es im Hintergrund Rauschen. Ich lieg am Meer, ich bin wieder auf Teneriffa. Erstmal vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video soll es darum gehen, was du im Hintergrund siehst, das Stück Land im Norden, wo wir einen Healing Space erschaffen wollen. Ein Selbstversorgerprojekt mit Permakultur. Und wie du, wenn du zu Hause vielleicht nicht mehr zurechtkommst im normalen Babylon-Systemleben, dich integrieren und selbst finden kannst. Ich war den ganzen Sommer über in Deutschland, wollte eigentlich mit dem Rad so eine kleine Healing-Tour machen. Habe ich auch. Ursprünglich wollte ich sie nach Albanien zum Rainbow und bin in Bayern hängen geblieben auf so einem kleinen süßen Selbstversorgerhof mit ganz, ganz herzlich lieben Menschen. Danke, danke, danke nochmal für alles. Ja, und dann irgendwann ist mir das dunkle, kalte, nasse Wetter in Deutschland so ein bisschen auf den Kopf gefallen und ja, es hat mich gerufen. Das Paradies auf der Insel. Ja, und vor 3 Wochen bin ich zurückgeflogen. Dann war ich im Norden, also erstmal eine Woche hier an den Höhlen im Süden. Hab mich so ein bisschen aufgetankt mit Sonne und bin dann in den Norden gefahren. Mit 3 Tagen nassen, kalten Regenwetter empfangen worden. Das ist halt auch 700 Meter hoch, das Stück Land. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Vor einem Jahr ging das Ganze ja los. Da haben wir da oben so 2 Hütten gebaut und ein bisschen was angepflanzt. Und dann bin ich Anfang April bin ich zurückgeflogen und war halt wirklich den ganzen Sommer über weg bis jetzt. Und es ist so krass, was da passiert ist. Es waren so ein paar Leute im Sommer mal da, aber eigentlich fast niemand. Und so sah es auch aus. Das war alles zugewachsen. Und ich hatte vorher Physalis noch gepflanzt. Und wir hatten auch so einen Avocado-Kern letztes Jahr schon in die Erde gesteckt. Der war, als ich weg bin, vielleicht 10 cm hoch. Und als ich zurückkam, vor 2 Wochen, war er 1 Meter gewachsen. So krass, das hat mich so gefreut zu sehen, wie das alles so da erblüht und wächst. Auch die Physalis. Die Physalis haben alles zugewuchert. Allerdings auch die Brombeeren. Und ein Kürbis, der hat sich wild ausgesät, woher auch immer, der ist wirklich an den Schlingpflanzen in die Bäume hochgewachsen. Das habe ich noch nie gesehen, total krass. Ja, und genau da soll es jetzt weitergehen. Und wir wollen da vielleicht nächsten Sommer einen Healing, vielleicht sogar einen Rainbow Healing geben. Und falls du noch nichts vom Rainbow gehört hast, gib's mal bei YouTube ein, dann kannst du mal so die Hippie-Zusammenkunft mit ganz viel Liebe, ganz viel Licht und leuchtenden Gesichtern und Herzen und Umarmungen und Lächeln. Das Gegenteil von dem, was man so von zu Hause kennt, würde ich einmal sagen. Ja, und wir wollen da gerne so ein Healing mit Workshops, mit allem Möglichen. Yoga, Meditation, Zeremonien, Ayahuasca, whatever. Alles, was zu uns kommt, können wir zusammen geben, erschaffen, verschenken. Ja, und wenn du Lust hast, das Ganze so ein bisschen, das ganze Projekt, wenn du eine Base suchst und das Projekt so ein bisschen mit anschieben möchtest und ein Teil, ein Erschaffer davon sein möchtest, dann schreib mir. Du kannst unten im Infokasten findest du meine E-Mail-Adresse. Oder auf Facebook kannst du mich unter Chris Wiese anschreiben, connecten, whatever. So, du leuchtendes Wesen, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal, dass du eingeschaltet hast. Würde mich freuen, wenn sich unsere Wege bald kreuzen würden. Und sage, bye bye, see you in 5.